Oje, 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 hier bin ich wieder. Haben wir unser Pokémon geheilt? Ja, das ist gut. Es ist nun soweit. Wir kämpfen gegen Blau, diese alte Sau. Heilrot. Du bist also immer noch unterwegs? Mir geht's bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeige mal, was du gefangen hast, Rot. Blau möchte fighten. Blau benutzt Habitak. Hat genau das gleiche Level wie mein Alter, Level 18. Okay. Gleiches Spielchen, Habitak, Flug, Pikachu, Elektro, Elektro killt Flug, so. Thundershock. Paralysiert. Oh. Es dröhnt ja richtig in meinem Ohr. Das dröhnt richtig in meinem Ohr. Ich trinke mal kurz was, bis dann. Ich muss mal wieder die Attacken ein bisschen anders setzen. Moment, das mache ich jetzt gleich. Ja. Ja, schon wieder gespeedet, geil. Ich stehe drauf. So, tausch mal mit Tackle mit Heuler. Und Iglis auch mit Heuler, so. Level 17. Ah, das schaffst du doch, dieser Knospo. So schwach bist du auch nicht mehr. So. Und jetzt kommt sein stärkstes, weiß gar nicht, sein Spezial-Pokémon Evoli. Gut, dann wie in alten Zeiten lassen wir Pikachu gegen Evoli fighten. Und ruckzuck, hieb. Da, Rutenschlag, damit ruckzuck hieb stärker ist, wenn wir es benutzen. Das ist so. Nachmache. Geil, Critical Hits, sau, sau geil. Ich sollte aufhören, immer meine Wörter zu ändern. Soll ich dir etwas verraten? Ich war bei Bill und habe ihm seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das haben einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémon-Maniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich dafür bei ihm bedanken. Naja, ich hau ab. Bis später. So sehr geschwächt hat uns nicht, dass wir jetzt ins Pokécenter gehen müssen. Und das hier ist die berühmte Nuggetbrücke. Wenn du 5 Trainer besiegst, erhältst du einen wertvollen Preis. Ja. Gut, der erste Trainer der Nuggetbrücke ist ein Käfersammler. Wieso Knospis, das schaffst du? Das ist Beschuss, Das ist Beschieß, Beschuss. Fadenschuss, Na, war nicht witzig. Dürft mir dafür einen Daumen runter geben, wenn ihr wollt. Oder einen Hater-Kommentar dürft ihr mir schreiben. Only you. Willst du mich verarschen? Hä? Wundert mich eigentlich. Und zwar, Giftstachel war nicht sehr effektiv, aber dieser Knospe ist eine Pflanze, die zusätzlich sich noch. Das heißt, es müsste dann wieder ausgleichen. Das heißt, dass Giftstachel normal wäre. War es aber nicht. Es war nicht sehr effektiv. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich vermute mal, dass in den alten Generationen es so war,
dass wenn man mit einer Attacke ein Pokémon vom selben Typ angreift, dass es dann nur ein 4, also ja, 4, 4 mal ein Viertel des normalen abzieht, meine ich. Könnte vielleicht sein, ich weiß es nicht. Boah, du bist gut. Danke, danke. Ich bin die Nummer 2. Nun wird es ernst. Du kannst auch von mir aus die Nummer 5000 sein, es ist mir egal. Mit deinem Taubsi kommst du nicht weit. Das schafft sogar mein Bisa Knosp. Nicht nachmachen in späteren Generationen. Die einzige Attacke, die eine Flugattacke ist, ist eine Windstoß. Aber die ist in dieser Generation eine Normalattacke. Das heißt, wir können mit Bisa Knosp schon kämpfen. Nicht sehr effektiv. Quatsch, normal. Normale Schaden. Ah, nerv nicht. Hätte ich aber auch gemacht. So, jetzt ist Nidoran weiblich. Wir haben ja gesehen, dass die Attacken Gift, Stachel und so nicht sehr effektiv sind. Das heißt, wir greifen weiter noch mit dieser Knast beim Eintrag. Haben wir noch. Den können wir gut verwenden. Okay, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Fuck! Gut, dann heilen wir uns auf eine andere Art. Ist zwar nicht so effektiv wie ein Trank, aber es heilt. Und auf das kommt's an. Scheiße. Warum setze ich Rankenhieb ein? Bin ich... Ich habe gestern Schnaps getrunken, das könnte vielleicht liegen. Oi. Das ist überhaupt nicht nervig. Oh nein, als Kind habe ich diesen Sound immer geliebt. Wie konnte ich verlieren? Weil du so blöd bist und so angegeben und damit angegeben hast, dass du die Nummer 2 bist. Gut, dann heilen wir dieser Knosp erstmal. Meine Güte. Rauf auf die Theke, Pikachu. Pikachu randaliert. Her mit meinem Pikachu, Schlampe. Du hast es genug gevögelt. So du Mi, oder? Ja. Oder wie heißt es, wenn man auf Tiere geil ist? Ich weiß gar nicht. So du Mi heißt es, oder? Nee. Ja, keine Ahnung. Rechts, links und... Hier kommt Nummer 3. Ich mache dir das Leben schwer. Teenager, Level 3, ja, ist klar. Wobei, man könnte Level eigentlich auch sagen, je nach Art, was für Pokémon der hat. Also, wenn er zum Beispiel 4 hat, dann sagt man Level 4. Wenn er 1 hat, dann Level 1. Ja, stimmt, das sage ich jetzt immer. Muss ich mir angewöhnen. Da. Jetzt. Und ich begrüße euch zurück bei einer neuen Aufnahme von Pokémon Gelb. Okay, was haben wir denn zu tun? Glumanda. Ein einziges Wort und schon eine Haufen Arbeit. Ach, scheiße! Was habe ich getan? Erzähl ihr später. Moment, ich habe hier dann noch meinen Audio-Surf offen. Das ist so ein Game. Da kann man so Musik, glaube ich, machen. Muss ihn noch schließen. Okay. Den Trainer brauchen wir für Mew. Da. Stimmt, wir können uns Mew holen, aber erst brauchen wir einen Abra. Abra! Taubsi. Level 15, oi. Schaffst du das, Glumanda? Komm schon, ich glaube an dich. Oh. Okay, ich glaube nicht mehr an dich. Pikachu, Moment, ich mach schnell meine Tür zu. Lol, hat sie sogar gereimt.
Was? Volltreffer. Oh man. Hier, bitte. Na, alles nachträglich zum Weihnachten. Ich brauch ein Abra für Miu. Ich brauch ein Abra für Miu. Knuffenser. Leichter Gegner. Glut. Feuer. Aua. Willst du mich verarschen? Feuer. Bam. Wie alle wissen, verbrennt Feuer die Pflanze und Feuer sind gegen Pflanzenattacken sehr effektiv. Eieiei. Hab ich gerade Pflanzenattacken gesagt? Ich meine natürlich Pflanzen-Pokémon. So. Level 11. Abra zu fangen könnte sich zu einem Problem herausstellen, denn Abra kann Teleport und Teleport beendet sofort den Kampf. Von daher muss man den Pokéball so schmeißen, dass er halt sofort immer, also ja, immer sofort schmeißen halt. Oh man, unser Glumander kriegt ziemlich was ab. Wechsel. Du gäh? Frisst ein Sonnenschock. Yeah. Mein Gesang ist so scheiße, ich weiß. Ne, weil. Ich wollte gerade Pikachu ansprechen. Und dann kommt dieses. Taubsi. Pika! Donnerschock. Ich glaube, ich soll Snappo mitnehmen. Aus dem Grund, weil Snappo aber einschläfern kann und dann kann es keinen Teleport mehr einsetzen. Das wäre gar nicht so schlecht. Und mit Konfusion können wir das aber sogar angreifen. Weil aber im Psycho-Pokémon ist Konfusion nicht sehr effektiv. Oh Mensch, jetzt hole ich mir einen Trank raus. Es reicht. Haben wir keine gekauft. Oh man. Eieiei, Kevin, aus der Vergangenheit, was hast du getan? Schau dir das Pikachu an, Kevin, aus der Vergangenheit. Schau, wie traurig es ist. Seht euch an, wie traurig. Da kommen schon die Tränen, seht ihr? Eieiei. Da 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 Pokécenter. Ich komme im Pokémon Center, wir quatschen dich voll und heilen deine Pokémon. Ja, halt's Maul, Schlampe. One, a two, a three, a four. Was? Vier haben wir? Okay. Danke, deine Scheiße sind wieder fertig geheilt. So, und jetzt verpiss dich aus meinem Center. Nein, ich gehe noch schnell am PC und hol's Smetbo. Dumm, dass wir es abgelegt haben. Naja. Okay. Jetzt setzen wir Smetbun. Wobei, wir müssen es an die erste Stelle tun. Und dabei trainieren wir es gleichzeitig. Also dabei. Wobei. Ja, okay. Eigentlich wollte ich Glumander trainieren, aber wenn Abra kommt, dann müssen wir wechseln und dann setzt das Teleport ein. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, ich wollte Pokébälle. Ne, Quatsch, Tränke kaufen, genau. Kurzzeitgedächtnis. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Schau dich in Ruhe um. Fünf Tränke haben wir jetzt angekauft. Nee, Spaß. Jetzt haben wir fünf Tränke. So, ein Fluchtzeug vielleicht noch. Und zwei Schutz. Okay. Und für einen Notfall ein Gegengift. Damit wir ihn haben. Ich muss aufpassen, dass wir den Trainer nicht ansprechen, weil den brauchen wir, wie gesagt, für Mio.
Oh nein. Wir kämpfen nicht gegen dich. Abra! Myrapla, fick dich! Wer will denn schon an Myrapla? Ich hab in der roten 1 im Team gehabt. Wo ist der Fail dran? Abra, los! Abracadabra, ich will ein Abra. Und es erscheint genug Fenster. Oi. Fick dich. Die. Knuffenser ist so ein Typ Gift. So. Deswegen ist Konfusion effektiv. Habe ich eher effektiv gesagt? Oh Gott. Meine Sprache wird immer komplizierter. Irgendwann rede ich wie ein alter Sack. Darum, jetzt gehen wir mal nach oben, jo. Und jetzt haben wir diesen Ding da. Ja, genau. Opa, ich krieg ein Abra. Ein Taubi, fick dich. Eieiei. Also gut, ich gebe euch wieder den Link zu mir überspringen. Taubsi, was? Flucht! Eieiei. Kann man hier überhaupt Abras fangen? Flucht. Ich mache mal kurz Pause und schaue nach im Wiki. Bis dann. Fail. Seht euch das an. Aber ist in der gelben Edition in dieser Route nicht zu finden. Fuck! Okay, dann. Dann trainieren wir einfach Glumanda. Gut, dass ich noch nachgeschaut habe, sonst hätten wir uns jahrelang dort aufgehalten. Gut, dass es einen Poké-Wiki gibt, ey. Naja. Myrapla! Glumanda! Blut! Da. Ich will Glumanda bis 16 trainieren. Also bis es sich wieder entwickelt. Ach, langweile mich nicht. Und zieh mir nur ich ein... 3 KP oder 2? Ab. Jetzt brenn doch endlich. Willst du mich nerven mit deinem Absorber, Frisskratzer und dein Hell? Level 12 Rauchwolke, oder? Doch nicht. Oder Silberblick. Rauchwolke oder Silberblick, ich weiß nicht genau. Und ab der dritten lernst... Oh, Tauboga. Ab der dritten lernst... Metallklaue, glaube ich. Ab Level 13 oder 14. Gibt's hier in dieser Generation allerdings nicht. Gut, obwohl viele EP, das ist gut. So. Die Peach. Wir brauchen so viele Erfahrungspunkte, wie es nur geht. Jeder Erfahrungspunkt ist wichtig. Außer wenn es nur wenig sind. Knuff. Wieder ein Knofi. Glott. Gott, dann greife ich jetzt an mit Glott. Moment. Okay. Ich wollte das Hypercam da Fenster nebenan dran haben, deswegen habe ich gerade Pause gemacht. Da. Kratzer. So, während ich hier Glumanda trainiere, erzähle ich euch ein bisschen was passiert ist in letzter Zeit. Also jetzt ist Donnerstag, der ist 27. Oktober. Was war denn alles? Also am 24. bin ich 18 geworden. 25. war nichts los, 26. eigentlich auch nicht.
Ja. Und am Samstag, also am 29. Party. Wegen meinem 18. Geburtstag, ja. Oh! Du Wichser. Bin ich einmal nicht aufmerksam und dann died Glumanda. Echt geil. Weißt was? Rache! So, morgen ist Schach. Ist wieder ganz cool. Zocke ich wieder Yu-Gi-Oh! Und so. Das ist so mein Lieblingstag, der Freitag. Deswegen bin ich schon ziemlich gut drauf, wie morgen. Scheiße, dass Windstoß keine Flugattacke ist. Aua. Tu meinem Tauburger nicht weh. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Nächsten Montag muss ich zum Arbeitsamt, weil ich keine Arbeit habe. Ich bin momentan arbeitslos. Arbeitslos, aber nicht so mit Bierflasche in der Hand und so. Nee, nee, nein, ich bin ganz ordentlich. ja. Was ich noch mache, ist unklar. Aber ich will jetzt ein freiwilliges soziales Jahr machen. Das ist so ein Jahr, wo man. Ja, wo man Zeit totschlägt quasi. Damit ich, im Juli dann eine Bewerbung schreiben kann. Also, ja. Weil die stellen ja erst so im September ein, die ganzen Firmen und so. Deswegen muss ich nebenzu was machen. Ich kann ja die ganze Zeit zu Hause hocken und mir Let's Plays machen. Das geht nicht. Ja. Okay, jetzt zurück zum Spiel. Wir haben unsere Glumanda gut geheilt. Oh, Trainer nicht ansprechen, den brauchen wir später für Miu. Zeige es schon zum 100. Mal, aber es ist so. Es gibt zwei Methoden, wie man Miu fangen kann. Die erste ist klar, die mit diesem Spieler auf der Route da, von Lavandier nach Safronia, ist klar. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit und die ist viel früher. In der blauen und gelben, da konnte man es einfach mit einem Miu machen, statt Fliegen zu benutzen. Bloß bei diesem Trainer, den wir hier nicht bekämpfen sollen. Da geht es nämlich auch. Ja, Moment, ich mache mal ein Safe States. Safe State, ich mache gleich zwei, wenn wir schon dabei sind, so. Und was kommt jetzt? Ach, Taubsies nerven mich. Ich will Pflanzen-Pokémon, die man verbrennen kann. Mann, oh Mann, oh Mann. Pikachu. Tu mein Pikachu nicht weh, du Arschloch. Arschloch. Friss den Donnerschock. Yeah. Okay. Jetzt schauen wir mal in unserem Pokédex nach. Was wir schon alles gefangen haben. Wir haben einen Bisasam, wir haben einen Bisasknosp. Hier ist Glumanda. Dann haben wir mal Nix, Raupi, Safcon, Smetbo, Korkuna, Taubsi, Tauburger, Radfratz, Habitak. Hier, ihr seht es ja. Hat der Blau eigentlich einen Abra gehabt vorhin, wo wir gegen ihn gekämpft haben? Nein, anscheinend nicht, sonst hätten wir den als Eintrag. Okay. Hat er wahrscheinlich einen anderes gehabt. Ah ja, die gelbe Edition steckt voller Überraschungen. Mirapla! Level 14! Hallöchen, ich bin der Mirapla. Möchten wir spielen? Halt die Fresse! Ich verbrenne dich! Aua! Ah, ich brenne! Ah, ich brauche Energie! Aua, das tut weh, die Verbrennung! Ah! Nochmal Glut! Hey, geil, zweimal Volltreffer. Wo gibt's denn sowas? Bei mir. In Augsburg. In Deutschland. Blutzug. Mmh.
Blutzug ist cool. Wird zu Omot. Und Omot ist nicht schlecht. Will ich aber jetzt in mein Team haben. Nein, ich habe schon ein Team, aber das sage ich nicht. Ich sag's euch nicht. Nein. Edge, ich sag's euch nicht. Nee, niemals. 16. Ihr werdet es schon sehen. Und jetzt wahrscheinlich nach dem Part schaut ihr so bis zum letzten Part, bis diese, wenn diese Let's Play fertig ist und dann dann seht ihr die Pokémon, die ich habe. Ja. So mache ich das immer, wenn ich das Team wissen will, dann schaue ich den letzten Part an. Wenn es einen gibt. Taubsi. Aber das spoilert man, glaube ich, ein bisschen. Ja, und schaffst du jetzt das Taubsi, Glumanda? Ja, pfff. Dich selbst. Ja. Ich sagte pfff, dich selbst. Senk die Genauigkeit von jemand anderen. Etza, verbrenne. Arschloch. Warum sagt man eigentlich Arschloch? Jeder hat doch ein Arschloch, also ist jeder eigentlich ein kleines Arschloch. Ah, jetzt regt es mich aber auf. Weißt was? Fick dich. So. Ja. Windstoß. Das provozierst du mich aber, oder? Windstoß war eine Flugattacke, also wäre sie eigentlich nicht effektiv, du Arsch. Hä? Da. Ein Taubsi. Level 17, oha. Jetzt sehe ich das Level erst. Also gut, Pika. Pika heißt so wie viel. Pika heißt auf Deutsch. Fick dich! Und Pikachu! Also, wenn's drauf geht, heißt du Hurensohn oder so. Irgendein Ausdruck. Level 15. Ah, setze einen Silberblick, okay. Scheiße. Naja, wir haben ja noch Bisaknasp als Hintertasche und Tauburger und Smap, also. Kein Ding. Pikachu, du bist echt kacke. Danke. Knofi. Was willst du denn? Habe ich dich eingeladen? Ich jetzt setze den Trank ein. So. Erhöre ich deinen Spezialangriff, das stört mich nicht. Du greifst eh nur mit physischen Attacken an wie Rankenhieb. Oder ist Rankenhieb physisch? Ich weiß gar nicht. Ja, genau. Nerv nicht. Piss dich, Alte. Nein. Ja, normaler Angriff, sonst hätte es mehr abgezogen, wenn er es zweimal erhöht hat. So. Wie viel Erfahrungsscheiße sind's noch? Alter, wie vulgär bin ich jetzt drauf? 312. Ich bin so vulgär drauf. Yeah. Wieder eine Taube. Wie bringt man Tauben zu Boden? Man schockt sie, also Pikachu. Hast du noch ein paar KP, aber egal. Okay, du bist tot. Ich hab gehofft, dass Taubs die Sandwürde eingesetzt hat, aber nicht, aber es ist mir egal. Ich hasse Pikachu. So, Schlafbruder. Nein! Also, wisst ihr was? Jetzt haben wir Glück, dass es keine Flugattacke ist. Konfusion. Verwirr die Scheiße hier. Alter. Okay, Gift her. Bevor es unsere Genauigkeit noch weiter senkt, vergifte ich es gleich. Ja. So. Konfusion. Nerv mich nicht, verdammt. So. Konfusion. Oh.